Jo Leute, herzlich willkommen zu einem weiteren Video, nach so langer Zeit mal wieder. Wir machen heute was an der Varadero, und zwar einen schicken Leo Vinz, voll Carbon. Auf jeden Fall günstig ergattert, das Rohr für meine Varadero natürlich nachbearbeitet. Die ABE, ne? Wir wollen ja immer schön legal fahren. Das Video wird ein Video, wo wir den hier gegen den alten austauschen, den Originalpot. Ja, das Video habe ich noch nirgendwo gesehen. Ich hoffe, es gefällt euch, und dann lasst uns mal anfangen. So, jetzt müssen wir erstmal das Verkleidungsteil hier abbauen. Das ist mit zwei Schrauben gehalten. Einmal hier und einmal hier unten, die rosane, leicht rosane. So, dann schrauben wir die jetzt erstmal ab. Dafür machen wir hier oben die erste. So, die erste Schraube ist gelöst. Die packen wir. So, jetzt kommt die andere dran, die da unten. Mit dem coolen Stück hier. Das Interessante war ja, ich habe das Ganze ja schon mal ausgebaut, weil davor hatte ich ja vom Kauf her einen dran, der keine ABE, gar nichts hatte. Also mit dem hätte ich nirgendwo fahren dürfen. Und ich, wie ihr vielleicht schon wisst, habe ich mit dem Motorrad auch die Fahrstunden gemacht. Ich habe ja jetzt den Führerschein. Deswegen möchte ich jetzt auch legal unterwegs sein, ne? So wie das sein muss. So, jetzt haben wir hinten noch so einen kleinen Gumminoppe. Dafür haben wir aber jetzt keine Schraube benötigt. Das war schon mal das. Jetzt kommen wir weiter zu dieser Mutter, mit der das Ganze festgemacht wird. Hierfür hatte ich keine Schraube, deswegen habe ich das dann noch nicht festgemacht. Das wird wahrscheinlich eine bisschen größere Mutter sein. Noch größer. Hier haben wir sie. So, machen wir das ganz schnell dran. Und dann schrauben wir das auch mal wieder ab. Wir machen natürlich, machen wir auch einmal an ohne Auspuff. Ne? Wir wollen ja auch mal richtigen Motorsound hören hier. Ich hoffe, meine Nachbarn hassen mich da nicht. Aber. Die schrauben wir auch ab. Jetzt kommen wir zum spannenden Teil. Und zwar zu dem Teil, wo der Auspuff abkommt. Hier ist der Lulatsch. Der Originalauspuff hat noch eine Varadero XL125. Nicht da hingucken, da ist ein bisschen dreckig. Jetzt wollen wir es auch mal ohne Auspuff hören. Willst du mit DB-Killer, mit DB-App machen? Okay, dann komm mal ran, machen wir die Idee, machen wir ein bisschen, machen wir hier so mit Fußraste oder so. Okay. Are you ready? Okay, let's go. Einmal eine Harley Davidson geworden, sag ich dir. riech mal, komm mal her, riech mal. Jetzt bauen wir das Schnuggi-Putzstückchen an. Man sieht, geschweißt, gesandstrahlt, die Feder rangemacht, alles vorschriftsmäßig erfüllt. Machen wir jetzt mal das Ding drauf. So. So. Da sind wir schon mal drauf. Die können wir jetzt schon mal wieder festmachen. Dafür brauchen wir jetzt die passende. Dann würde ich sagen, machen wir das Ganze fest. So. Erstmal jetzt schon festgemacht. Jetzt sehe ich, das erste Problem ist, wir brauchen hier eine viel längere Schraube, weil wir haben hier die Befestigung. Das wird jetzt knifflig, wie wir das machen. Aber wir lassen uns da bestimmt was einfallen. So, jetzt haben wir das Ding dran. Also es sieht schon mal heftig aus. Doch leider habe ich bisher nur die untere Schraube festgekriegt. Das heißt, hier oben ist mehr Abstand als davor. Ja, das. Da oben ist mehr Abstand als davor. Hier zwischen.
Und das ist die Schraube, die es eigentlich festhalten soll. Aber wir brauchen eine längere Schraube. Weil, ich weiß ja nicht, Marvin, wie das für dich aussieht, aber das passt irgendwie nicht so ganz. Deswegen suchen wir davon, gleicher Durchmesser, eine längere Schraube. Achso, gut. So, wir haben jetzt den Auspuff angeschraubt. Wir haben jetzt eine perfekte Schraube gefunden. Also, was wir gemacht haben, lange explaining. Wir haben eine lange Schraube, die geht von hier ungefähr bis hier halt. Haben wir eine dicke Scheibe vor die Schelle und eine hinter die Schelle gepackt. Kann man hier ganz leicht sehen. Dann haben wir so ein Röhrchen gemessen und abgetrennt, auf die Schraube gedrückt, damit das sich hier nicht weiter reindrücken kann. Hier haben wir noch einen Ring. Und dann haben wir das so festgeschraubt, wie es geht. Jetzt ist er dran, das gute Ding. Wackelt ein bisschen, ganz klein bisschen. Aber nicht so, dass ich sagen würde, mache ich ab, mache ich nochmal neu. Und der Sound, liebe Leute, den zeigen wir euch jetzt. Jetzt werden wir den dB-Test mit dem Originalpot machen. Dafür muss ich den Choke rausziehen. Wir werden ungefähr bei 3000 Umdrehungen den dB messen. Oh. So eine Handabstand. Ja, perfekt. Okay. Also, wir waren ungefähr bei 63, 62. So, jetzt nochmal mit Leo Vince bei ungefähr 3000 Umdrehungen die dB. Maximal. Marvin, Hand weg. Jetzt kommt der Sound. Hand weg. Sonst kriegst du eine Flamme. Ja, liebe Leute. Ich bin zufrieden mit meinem Auspuff, der raucht jetzt noch ein bisschen. Ich hoffe, das Video hat euch gefallen. Es war informativ, weil ich habe, wie gesagt, nichts dazu gefunden, wo das an eine Honda Varadero gepackt wurde. Deswegen wünsche ich euch noch einen schönen Tag. Die nächsten Videos werden auch noch folgen. Bis dahin, haut rein.